Hey Leute und willkommen zum zweiten Teil der hoffentlich riesigen Web-Development-Serie hier auf meinem Kanal. Es geht los mit CSS. So, was, weil ich jetzt gesagt habe, zweiter Teil, was genau braucht ihr dafür? Also als Vorwissen quasi gar nichts. Allerdings macht es Sinn, vorher HTML ein bisschen zumindest zu lernen, also so ein, zwei Videos oder sowas. Ein paar Grundkenntnisse solltet ihr haben. Denn CSS ist sozusagen der Style-Teil dahinter. Also HTML ist, was ist in der Seite drin, und CSS sagt dann, wie sieht das, was in der Seite drin ist, aus. Okay, das gesagt, was brauchen wir an Software? Wir brauchen an Software gar nichts. Ich bin unter Linux und benutze Bluefish. Falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr es gerne ausprobieren, das ist kostenlos logischerweise. Unter Windows finde ich WebMatrix nicht so schlecht. Allerdings sollte es nicht mehr weiterentwickelt werden, deswegen ja. Man kann aber auch stinknormalen Texteditor benutzen oder einfach... tatsächlich nur einen ganz lumpigen Texteditor. Ich zeige euch gerade mal, wie man das macht. Also wir sind hier in irgendeinem Ordner drin, wo ihr die Seite drin habt. Die heißt bei mir Site 2. Und jetzt macht ihr einfach ein neues Dokument anlegen, leeres Dokument. Ihr macht hier unter Windows auch nicht viel anderes. Ihr legt einfach ein neues, leeres Dokument an und nennt das irgendwie, keine Ahnung, Style. Den Namen könnt ihr euch aussuchen, komplett. Und dann schreibt ihr aber hinten dran .css. Und ja, dann sehen wir hier schon, wir haben hier so ein bisschen was anderes, also so komische farbige Punkte hier hinten dran. Und das ist dann aber auch schon das, was wir brauchen. Also das ist sozusagen der Style, den wir jetzt in unsere CSS-Seite hier, in unsere HTML-Seite einbinden wollen. So, wie machen wir das? Erstmal müssen wir das schaffen, dass es uns hier angezeigt wird. Also hier in Bluefish haben wir hier an der linken Seite so die Dateien und hier ist der Code, den man so benutzen kann. Okay, hier oben habe ich noch ein paar Kürzel, aber die brauche ich eh nicht, weil ich euch eh nur zeigen möchte, wie das Ganze funktioniert. So, wie binde ich jetzt mein CSS in das HTML ein? Denn ich möchte ja, dass das wirklich in einer Datei ist. Ich kann CSS auch tatsächlich in den HTML-Teil hier reinschreiben, aber das ist schlechter Stil und wird auch nicht von jedem Browser akzeptiert. Deswegen zeige ich euch, wie man es am besten machen sollte. Den anderen Schrott braucht ihr euch überhaupt nicht merken. So, wir gehen also hier hoch in den Head-Teil, da wo der Titel drin steht. Und wir binden das ein, indem wir sagen Link. Link und dann rel ist gleich. Und dann diese Anführungsstriche, Style Sheet. Also quasi, wie es auszusehen hat. Deswegen Style Sheet. Okay. Und ja, jetzt sagen wir hier noch, was es für ein Typ ist. Das ist nämlich Text, aber nicht Text HTML oder sowas, sondern Text/CSS. So, und dann sagen wir href. Href bedeutet, wo finden wir diese Datei? Also den Teil hier vorne könnt ihr, wenn ihr CSS irgendwie einbindet, einfach immer 1:1 kopieren. Da braucht ihr gar nichts machen. Nur in dieses href muss immer was Unterschiedliches rein. Ihr könnt auch mehr als eine CSS-Datei einbinden, aber das brauchen wir aktuell auf keinen Fall. Okay. Und ja, hier kommt jetzt der Name von eurer Datei rein, sprich einfach style.css hier eingeben, also style.css eingeben. So, und dann noch, ignorieren, was ich gerade gemacht habe, und dann hier gerade noch die spitze Klammer zu, so, und fertig seid ihr. So einfach ist es, und jetzt aktuell steht ja, wie wir wissen, noch nichts hier drin. Ich habe es ja gerade, ja, hier sieht man es, es ist nichts da. Wenn ich unten wieder switche, dann haben wir hier wieder den HTML-Teil, hier drüben ist CSS, der ist komplett leer, aber eure Seite ist komplett funktionsfähig. Sieht nur nach gar nichts aus, weil einfach nichts drin steht. Also hier im Body ist leer. Das Einzige, was sich geändert hat, ist hier der Titel, denn dieser Link hier auf unser CSS, der ist ja auch leer. Aber so einfach kann man CSS benutzen und auch programmieren sozusagen. So, und wenn ich jetzt die Seite aufrufen möchte, dann klicke ich hier oben einfach, das seht ihr gerade nicht, auf Forscher im Browser. Was ihr machen könnt ist, ihr geht einfach in diesen Ordner rein, also hier wieder zurück zu HTML und macht hier einfach einen Doppelklick drauf. Ihr braucht mit dem CSS gar nichts machen, nur diese HTML-Seite müsst ihr aufrufen und das war's auch schon. Und ja, wir gehen hier jetzt, bei mir ist das hier die Home Morpheus Tuts HTML Site 2. Das zeigt es dann hier oben als File an. Das heißt, ihr seid noch nicht irgendwie auf einem Webserver oder sowas, sondern ihr habt wirklich eine lokale Datei. Das Hosten müsst ihr nachher mit einem Server machen, das ist ein bisschen kompliziert, aber das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Okay, ja, und jetzt könnt ihr einfach diese Seite laden und ihr seht, dass ihr nichts seht. Das ist aber auch sinnvoll, denn es steht ja nichts drin. Wenn ich hier jetzt irgendwas reinschreibe, zum Beispiel einen Paragraphen, und den dann dementsprechend irgendwas reinschreibt, irgendwas, Punkt. Und diese Seite wieder lade, dann steht hier irgendwas. Das ist bei mir extra ein bisschen größer, weil ich reingezoomt habe, damit ihr auch alles gut lesen könnt. Hier übrigens auch eigentlich.
So, jetzt könnt ihr es vielleicht besser lesen. Genau, und das war's auch schon. Jetzt wollen wir hier, das ist alles, was unsere Seite anzeigen soll. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen verändern. Und dazu ein kleines Beispiel, damit ihr Bock drauf kriegt. Wir brauchen nicht mal unbedingt dieses P hier drin, sondern wir können auch einfach den Hintergrund mal ändern, so als kleinen Vorgeschmack sozusagen. Und ja, in CSS schreibt man dann, was man verändern möchte. Ich möchte den Body verändern, also wirklich den kompletten Rumpf. Ich habe schon wieder nicht groß genug. So, hier, das ist Body und ich möchte den komplett verändern. Wie möchte ich ihn verändern? Naja, ich sage, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und hier reinkommt, was ich jetzt mit dem Body machen möchte. Ich möchte die, und jetzt, wenn ich hier B eingebe, dann sehen wir schon, was wir alles machen können. Wir haben haufenweise Zeug zur Auswahl, aber das macht nichts. Ich zeige euch ja alles, was ihr braucht. Wir sagen erstmal Background Color, Doppelpunkt. Und, na komm schon. Der Doppelpunkt wollte nicht so ganz. Background Color. Jetzt hat es funktioniert. Und die setzen wir jetzt einfach mal auf Green. Also Grün, Englisch Green. Also, genau, so. So, und wenn ich jetzt diese Seite hier wieder neu lade, dann sehen wir, dass auf einmal unser Hintergrund grün geworden ist. Das ist jetzt nicht wirklich stylistisch irgendeine Meisterleistung oder sowas, aber ihr habt auf jeden Fall mal euren ersten Schritt in CSS gemacht. Ihr habt es eingebunden, ihr habt ja hier auf dieser Seite hier nichts geändert. Ihr habt nur hier in der CSS etwas gemacht und so könnt ihr auch easy prüfen, ob irgendwas passiert ist. Denn wenn ihr den Hintergrund von der Seite ändert und es tut sich nichts, dann ist offensichtlich was schiefgelaufen. Gut. Also das als kleinen Vorgeschmack und was ihr hier so alles machen könnt, das zeige ich euch in der folgenden Serie. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.